damit, meine lieben Freunde, sage ich herzlich willkommen zu A Plague Tale Innocence. Ich habe mir jetzt ein neues Projekt überlegt. Ich habe Plague Tale schon mal gespielt. Also ungefähr weiß ich noch, was auf mich zukommt. Ja. Und damit wollen wir die erste Folge zu diesem sehr, sehr guten Spiel mal starten. Kapitel 1. Das Erbe der Deruns. Trödels, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gallien strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit! Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Halte 1, R2 gedrückt halten. 3. Und dann 4, losschießen. 5. Weiter so, Amicia. 6. 7. 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9. Da. Sieh mal eine an.
Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Leon, warte auf mich! Um über Hindernisse, Viereck, um sich zu ducken. Leon, das geht hier irgendwie gerade ein bisschen zu ein schnell. Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon, wo ist der hin? Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Amicia, hat er was gefunden? Psst, sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren, aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. L2 gedrückt halten. Nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Vorsicht. Genau. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ihr müsst halt L2 gedrückt halten und dann mit R2 da du schießt ins Gras. Runter. Immer aus dem Augenwinkel, immer schön aus dem Dings bleiben, aus der Sicht. Schuss! Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha! Der Braten ist jedoch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Oh, die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Leon, komm her! Leon, ich bin hier! Ich komme! Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Leon. Sofort!
Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Ah. Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ich werde es ihnen sagen. Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Ach, Gabrielle, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall. Ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Hier liegt zwar nichts, aber... Oh, ich bin im falschen Zimmer. Verzeihung! Ich habe mich im Zimmer gerade irgendwie geirrt. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Danke, Louise. Ach, Leon. Nichts zu danken, Liebes. Was soll ich ohne dich nur machen? Achso, ja, mit Touchpad. Also ihr seht, Kuriositäten gibt es 26 Stück. Also, alle habe ich tatsächlich auch noch nicht gefunden.
Aber der Vorteil ist, man kann die Kapitel im Nachhinein nochmal neu machen. Nochmal durchleben. Und da dann versuchen, ob man alles findet. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr, Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Ich mag sie irgendwie nicht. Sie ist mir unsympathisch. Verschlossen. Wie lange ist er schon hier? 4 Mama. Jahre? 5? Mama, wo ist er? Da? Hugo? Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ist das Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo Teufel ist er? Sie ihn verschleppt unten. Gabriel, komm schnell her! Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Ich hätte uns das Kind geben sollen. Lass ihn in Ruhe. War's denn nicht so schwer? Halt die Klappe. Oh nein. Inquisition. Näher. Hält ab. Oh. Und noch eine. Na schön. Das wird sich leeren. Nein. Ich flehe euch an. Hugo ist nicht hier. Komm schon. Bleib hier. Ich sag es nicht noch einmal. Also, wo ist Hugo Teru? Amicia, was ist hier los? Mutter, ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Luis. Hat etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Eigentlich am... Wir müssen weiter. Keine Sorge. Nicht hinsehen. Nein, nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Das ist nicht, ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herrin weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Thank you.
haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Wachen! Versperrt die Ausgänge! Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet! Mama! Also wenn man Hugo halt, man kann ihn sogar beschädigen. Bleib hier und hier kein Mucks. Ich warte auf dich. Und wenn man, alles gut, Hugo. Ja. Und wenn man zu weit von ihm entfernt ist, dann fällt er natürlich in Panik. Und darum sollte man gucken, dass man ihn immer in der Nähe hat. Stellt sicher, dass man nicht zu weit entfernt von Hugo ist. Ist mir einmal schon passiert und er ist wirklich durchgedreht. Ich arbeite schon. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle! Ach wirklich? Du zuerst! Hör zu, ich gebe dir Bedenkzeit und komme später jetzt wieder. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde! Feiglinge! Ach. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Wenn dann ich helfe dir hoch. In Ordnung? Hätte na doch gut. Aber Vorsicht beim Runterklettern! Inquisition, obwohl wir für eine edle Sache. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht! Sie sehen uns! Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Was ist das? Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Gut, zumindest hat er den Vater. Und bald schnappt er sich auch den Sohn. Mutter, warum? Was war... Gehen wir. Ich sehe nach. Sei vorsichtig, man weiß ja nie. Oh, ich hänge an der Leiche. Noch immer nichts. Drehe ich langsam durch. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Nein, das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Ach so, ja. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Ich. Was war denn das? Los jetzt! Ja, das war knapp. Oh, nein, knapp. Nein! Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Ist jemand? Nimm meine Hand. Los. Gnade!
Gnade! Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Kommt mit. Ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut. Mutter, langsam. Wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Du kannst herkommen. Ich komme. Hopp, so geht das. Danke. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ich muss ihnen Bescheid geben. Das sehe ich mir besser an. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Nichts. Hier lang. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Geh schon, na los. Ich sollte mich beruhigen. Jetzt. Puh. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Lucia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist doch. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Wir müssen zu
Und damit wären wir beim nächsten Kapitel, die Fremden. Aber das war's denn an dieser Stelle erstmal. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich ciao, ciao und lasst gerne ein Däumchen nach oben da.